Wasser! Wasser! So heiß! Ich höre das durchs Mikro, durch die Kopfhörer. Ja, wie deiner Brottelt, ey. Warte mal, lass mich überlegen. Wir müssen nach Innsbruck. Ja. Innsbruck. Cool, cool. Ich muss tanken. Wie krass. Wie weit sind wir denn heute gefahren? Kannst du gucken? 196. Dann habe ich ja heute mehr Gas gegeben wie gestern, oder was? Deiner ist halb voll. 36 Grad. 35, ja, der schwankt zwischen 35 und 36. Wahnsinn, Leute! Wahnsinn! Mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Und ich fahre jetzt. Totalkilometer 851. Ich tue mir das jetzt einfach auf. Ah, hier drauf babbeln. Was machst du denn da? Mit dem Wischmopp. Mit dem Scheibenreiniger. Naja, geht auch, ne? Wie gut, dass das Sena wasserdicht ist. 215 Kilometer und ich habe 11,15 Liter verbraucht. Ja. Und ich muss sagen, ich finde das okay. Ich finde das echt okay. Ja, ist alles klatschnass. Helm ist klatschnass. Alles klatschnass. Bist du soweit oder muss ich warten? Ah ja, das ist doch wie bei den Autos. Ah ja, da hat sich halt einfach nicht viel getan. Mit dem Verbrauch. Ne? Der Frank haut das Thema gerade an. Was hast du für ein Baujahr? 2001 und ich habe hier ein Baujahr 2019. Ja, das sind 18 Jahre dazwischen. Und der Spritverbrauch ist dasselbe. Ja, und ja, das ist halt interessant. Aber es ist nur mal so, die Motoren, die sind an einem Punkt, wo die Hersteller halt einfach nicht mehr, die können am Drehmoment rumdrehen und so, ne? Das können sie. Ja, Charakteristik über den Motor und so, aber dass die jetzt da mehr Leistung aus dem Sprit rausholen, es ist halt, in dem Sprit ist eine gewisse Leistung drin enthalten, ja, und die wird dann über den Motor umgesetzt. Aber da brauchst du halt Sprit für, das ist ja genauso wie beim Heizen zu Hause, ne? Ein Liter Heizöl, weil Diesel hat, was weiß ich, 12 kW oder was. So, dann ist das so. Und mehr wie 12 kW kannst du aus diesem Liter Öl nicht rausholen. Es geht nicht. Ja. Klar kannst du dann wieder noch mit, ja, dann geht es auch um Wärme dann, mit Abgaswärmetauscher und so. Aber das ist ein anderes Thema. Die Wärme hier, die muss verheizt werden hier, die muss weg. Erst muss sie schnell hin und dann muss sie gleichbleibend schön gut weggeführt werden. Ja gut, wenn du aber einen Vergaser falsch, wenn du mit dem Vergaser Probleme hast, das merkst du ja dann auch. Ja, das merkst du. Das Einzige, was ich an Vergaser nicht leiden kann, ist, wenn die dreckig werden und dann fängt die Karre an zu muckeln. Ich habe mal bei meiner Ducati, wobei bei der Ducati ist es wieder noch was anderes, weil du hast einen stehenden und mehr so einen liegenden Zylinder. Und ich glaube, die Vergaser, haben sie schräg eingebaut. Und das hat nie, der ist auch schon mal abgesoffen. Und deswegen wollte ich keine Vergaser haben. Die hatten da, was das betrifft, nicht den besten Ruf. Und ich wollte auch einfach die Leistung haben. Deswegen ist die S4R geworden. Die hat halt auch ein bisschen Dampf. Wird auch Zeit, dass jetzt hier Schluss ist, weil ich brauche jetzt eine richtige Pause. Weil das so anstrengend ist. Nein, wenn wir die geplante Strecke von heute gefahren wären, dann wären wir jetzt noch weit weg hier und wir wären knitterknatsch kaputt. Also nachher knitterknatsch. Wobei ich fahre ja nachher noch mal eine Runde, aber ich kann mich jetzt gleich erstmal ein bisschen ausruhen. So, Gästehaus Hackel. Ja, ist zu empfehlen, das stimmt. Schon sehr nett. Ist halt nur mit Frühstück, wenn wem das reicht. Absolut top. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Uah, jetzt habe ich geschnallt hier. Scheiß Gangschaltung, ey. Ha, da ist er.
eigentlich wollten wir uns jetzt mit Gummiente treffen. Aber aufgrund der deutlich angestiegenen Außentemperaturen haben wir uns alle dagegen entschieden. Die Motorradklamotten sind klitschnass. Du musst links. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg zu Mamfi Mamfi. Hunger. Steak essen. Steak? Steak? Steak. Steak. Hunger? Ja, was dann? Steak? Steak. 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 Ja, Hauptsache Spaß dabei. Ne? Ja, Spaß dabei. Wo ist denn der Typ mit dem Auspuff? Jetzt kommt er nicht mehr. Klingt schon geil, ne? Da war ich zu spät. Ein American Burger. Ziemlich lecker. AC/DC, Metallica dazu. Ja. Kann man machen. Das Lokal hier, das ist schon ziemlich krass. Der hat uns eben erzählt, dass die ganzen Sachen hier aus Amerika ja, eingeflogen worden sind. Und ja, die sind riesig. Ja, die Amis. Das ist schon groß. Ein Motzding. Größer ist immer besser, ne? Ja, aber. Ist ein bisschen eklig hier. Ja, das ist ein bisschen eklig. Ist ein bisschen eklig, ja. Hier gehen die Ratten rein. Ja, keine Ahnung. Guck mal, das Auto steht auf dem Gitter. Aber die haben hier ja, alles eingeflogen und die Sachen standen 2 Jahre im Zoll, dass sie das hier aufmachen konnten. Hier abends hat das ja auch echt was. Muss ich an Cars denken. Ich frag mich jetzt nicht warum, da war so ein Auto, ne? Ja, da war so einer. Hat was hier. Und hier haben wir jetzt ich habe einen lecker Burger gegessen. Frank war ein bisschen gesünder unterwegs und kann man machen. Ja. Schmeckt. Kann man machen. Ja, der war auch bei Cars. Guck mal, da steht ja ein alter Truck. Ja, ein riesen Hoshi. Scheiße. Wie cool ist das denn? Ey? Ja, ist cool. So, wir stöbern jetzt hier noch ein bisschen. Und wir sehen uns dann später wieder oder im nächsten Video oder so. Tschüss. Mach mal.
an dem Truck stehe. Mit deinem Handy? Ja. Mach ich. Oilers, hier kann man bei Metallica und AC/DC mal was lecker essen. Jetzt aber genug der Werbung.